Ja, so meine Lieben, heute geht es wieder weiter. Ich befinde mich jetzt gerade in der Nähe von Lienz in Osttirol mit Blick auf die Lienzer Dolomiten, was ich euch gleich einblenden werde. Heute habe ich vor, mal an den Achensee in Tirol zu fahren. Muss auch ein super schöner See sein. War zwar schon mal dort, ist aber schon 25 Jahre her. Mal schauen, ob ich da auch dann bleiben kann. Ja. Jetzt fahre ich auf jeden Fall mal weiter. Wir werfen noch mal kurz einen Blick auf die Dolomiten und wir hören uns später wieder. Naja, und da haben wir einfach mal so einen nicht beachtenden, nicht erwähnenswerten Wasserfall, so neben der Hauptstraße. Ja, ich gebe ihm schon meine Ehrerbietung. Denn gut, sind ja auch immerhin, ja, 30, 35 Meter. Naja, und jetzt geht es mal Richtung Salzburger Land und den Schelber Tauern. Da sind wir dann schon im richtigen Hochgebirge unterwegs. Es ist auch das Großglockner Gebiet. Den werden wir zwar nicht sehen, aber ja, ist ja auch ein großer Gebirgsstock. Und da steht jetzt auch schon Vorsicht, Bergstraße. Vielleicht aufpassen. Der Audi vor mir, der brennt schon ganz schön. Was ist das denn? Stinkt da. Also entweder ob der was Falsches tankt oder keine Ahnung, was Falsches ist. Man sieht einfach auch viel Straße, das ist nicht so wahnsinnig prickelnd. So, liebe Freunde, mittlerweile bin ich wieder im Salzburger Land gelandet. Mittersiel. Und jetzt geht es wieder auf einen Pass rauf, der Gerlospass. Da geht es rauf und runter. Im Augenblick geht es nur nicht so schnell rauf, weil vor mir ein Traktor gewallt. Aber so ist das halt auch. Mal schauen, die Polizei ist auch schon aufs Skoda umgestiegen. Der wilde Kaiser ist das Gebirge da vorne, nämlich nicht alles täuscht. Jo, hallo meine Lieben, jetzt bin ich endlich da. Ich bin endlich da am Achensee. Oh, es ist schon, was nicht, halb neun. Es ist eigentlich finsterer, als wie es da jetzt im Film ausschaut. Und ich habe eine Zeit lang herumgesucht und jetzt habe ich doch einen Platz gefunden, wo ich glaube ich gut bleiben kann heute über Nacht. 5 Euro Parkgebühr und ja, schlafen muss man ja dürfen. Also ich habe jetzt gar nicht mehr vor, einen Zeltcampingplatz anzufahren, weil ich nicht ständig testen möchte. Also ich schaue jetzt einfach, dass ich so irgendwie durchkomme. Und ja, da ist jetzt wirklich, muss ich sagen, herrlich. Keine Leute, die sind da weniger. Das komprimiert sich eher so gleich am Anfang vom See, das ist da ganz hinten. Und am anderen Ende vom See ist auch nochmal ein Campingplatz. Und da ist eigentlich sehr viel Natur. Das ist jetzt so ein öffentlicher Anlegeplatz, wo man eigentlich gar nicht so wirklich ins Wasser gehen kann, weil die Schiffe ja immer. Aber das ist mir jetzt auch egal. Morgen werde ich auf jeden Fall das Sub auspacken und da mal herumfahren. Also wenn das Wasser so ruhig bleibt, ist das super zum Supen.
Ich freue mich drauf. Ja, ich schalte dann später, wenn ich dann am Auto nochmal oben sitze und ein bisschen was futtere, nochmal kurz ein. So, meine Lieben, hey, ich bin hier am Aachensee. Der Wind ist ein bisschen aufgefrischt, das heißt, die Wellen sind auch dementsprechend. Und der See ist ziemlich kalt, habe ich mir sagen lassen. Also, mal die ersten Versuche und ich würde gern darüber ohne hineinfallen, weil es ist wirklich kalt. Ich probiere es jetzt einfach einmal. Okidoki. Okay, also eins merke ich jetzt schon, das wird mehr als wie lustig, weil gestern war es noch super ruhig, heute leider Wind, vielleicht lässt er ja wieder ein bisschen nach, es schaut so ein bisschen, man weiß es nicht, wie es wird, aber ist egal. Wir riskieren das jetzt einfach. Ich muss jetzt die Kamera einpacken, ihr könnt mich erst drin wieder. So schaut jetzt Frühstück am Aachensee aus, auf einem öffentlichen Parkplatz. Wenn das Wetter schön ist, ist das super. Sitz am Boden, dann mal ein kleines Tischerl. Ich meine, ich hätte das größte auch, aber das brauche ich jetzt und will auch gar nicht auspacken. Ja, so kann es auch sein. Geo unterwegs. Free Spirit. Ja, das ist so eine spannende Sache, aber dazu sage ich später was. Jetzt gibt es einmal was zum Essen. Tomaten. Die Ananas. Habe ich doch schon einige Male erwähnt, wie gesund und wertvoll Ananas ist. Vor allem für die Sättigung, für die Nahrungsaufnahme. Wenn man da vorher etwas isst davon, hat man zur Hälfte weniger Appetit. Das ist jetzt nichts Negatives, sondern was Positives. Man muss nicht mehr so viel essen. Genau, und das Bromelain in der Ananas ist sehr, sehr wertvoll, auch in der alternativen Krebsszene. Ja, also Ananas essen ist super, hat einen glykämischen Index von ungefähr 70. Das heißt, es ist für den Blutzucker auch nicht so tragisch, obwohl sie extrem süß ist. Also, esst Ananas. So, jetzt sage ich Aachensee Ade. Es ist jetzt vor Viertel nach eins, Dienstag,
war jetzt von gestern Abend bis heute am See. Und es war recht angenehm, weil Parkplatz 5 Euro für den ganzen Tag oder ganze Nacht, also immer 24 Stunden. Ich habe gemütlich am Parkplatz geschlafen und war jetzt am See noch unten. Mit dem Sub haben wir ja gesehen und jetzt nur ein bisschen herumgesessen. Ja, Achtsamkeit geübt, das ist, wenn man mit dem Auto oder so unterwegs ist, immer eine sehr gute Angelegenheit, das zu üben, weil man die Dinge einfach tut, nach und nach tut. Jo, St. Gertraudi. Also die Straße oder beziehungsweise die Gegend, die ist mir beim Herfahren schon aufgefallen, von der Autobahn aus. Da gibt es einige Burgen und Schlösser, so wie das ausschaut. Ja, und da schaut man doch die Kamera einfach um ein. Das gefällt mir. Das mag ich. Da tut sich ja schon wieder so ein Kleinod auf. Was sind wir da jetzt? Rattenberg. So, meine Freunde, wir befinden uns gerade auf der Burganlage von Rattenberg. Ist anscheinend die kleinste Stadt Österreichs. Keine Ahnung, wie viele Einwohner. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es Burgen, wie wir vorher schon bemerkt haben. Und jetzt schauen wir uns doch einfach einmal eine vor Ort an. Burgen und Berge. Ja, und da scheint es eine Festspielanlage zu geben, weil da unten war so ein Schild, was in den letzten Jahrzehnten alles so aufgeführt worden ist da. Und das ist sicher so eine Sitzreihe, ist jetzt nicht riesengroß, aber immerhin. Dafür haben wir da den Glockenturm, wo man da raufgehen kann. Ich bin ja berüchtigt dafür, dass ich alles irgendwie anschauen und anklangen muss. Jo! Naja, und da haben wir jetzt einen großen Turm. Aber so ganz erschließt sich für mich diese Burganlage noch nicht.